Als McVeigh von Ashland in Gunst schenkte und mich rekrutierte, wurde meine Familie, vorher respektable Bauern, plötzlich zu hoch angesehenen Leuten. Höher angesehen und respektiert als alle im Umkreis. Es muss ihnen gut gehen. Wie hast du dich den Geschmähten angeschlossen? Forderung sandte Grave und Ash Anwerber auf der Suche nach würdigen Talenten in die entlegenen Städte. Im Dorf wurde ein Turnier veranstaltet, um unsere örtliche Muskelkraft zu präsentieren. Nichts Besonderes wohlgemerkt. Es ging hauptsächlich darum, mit Hölzern und Speeren auf Hellebarden auf Heuballen gegeneinander zu kämpfen. Ich zeichnete mich dadurch aus, dass ich selbst den stärksten Teilnehmer besiegte. Ist mir bekannt und eine Geschichte nach meinem Geschmack. Beric nickt respektvoll. Gut, dass ich Erfolg hatte. Ich bin Kyros auf dem Schlachtfeld mehr von Nutzen als im Getreidefeld. Mhm. Ja, neue Quest an Letians Kreuzung. Mundandor Nephisto ist ein Unruhestifter des Scharlachhundenkurs und hat das letzte Jahr mit Angriffen auf Vorratslager der Geschmähten verbracht. Die Geschmähten haben in einem Dorf in der Nähe von Letians Kreuzung in die Enge getrieben. Reise dorthin und bezwinge ihn, bevor er die Verteidigungslinie durchbrechen und entkommen kann. Reise ins Dorf Kaedo und konfrontiere Mundandor Nephisto, bevor er entkommen kann. Mitreißen die Vision, eine Verhandlung der Archonten in dem Mahlstrom. Ja. Gut, was haben Halbtod und Alfonsa zu sagen? Die geschmähten Soldaten spritzte dem Kämpfer des scharlachroten Chors geringschätzend zu. Darüber nachdenken nicht meinen Augenblick. Wir rekrutieren unsere Soldaten von auserlesenen nordländischen Familien und nicht von Fliegen, die über einem Massengrab summen. Achso, Halbtod ist ein Chormitglied. Sind die Geschmähten so engstirnig? Die Stärke meiner Bande brachte uns durch ein halbes Dutzend Kämpfe, in denen wir gefallene Feinde in großer Zahl zurückließen. Die wenigsten Rekruten können das von sich behaupten. Es geht nicht um deine Fertigkeiten. Es geht um deine Erziehung, deine Ausbildung, deinen Stammbaum. Die Eisenwache salutiert, als sie dich bemerkt. Hi, Grave und Ash, Schicksalsbinder. Wenn ich dich für einen Augenblick beanspruchen darf, was brauchst du? Diese Person vertritt eine Bande von scharlachroten Chor. Wie nennt ihr euch nochmal? Die grinsenden Bluter. Wir haben uns vor Urzeiten einen Namen im scharlachroten Chor gemacht. Und um diesen ranken sich schon viele Geschichten. Meine Bande tötete nach allen Regeln der Kunst. Er sagt dies mit stolz geschwellter Brust. Bevor ich hier der Chef wurde, lief ich mit den kaputten Kackern, den salzigen Albträumen und der Fallenbande. Jeder einzelne dieser Banden hat sich während des Krieges einen Namen gemacht. Du hast mindestens zwei dieser Banden erfunden und machst dir nicht einmal die Mühe, es abzustreiten. Also, das sage ich jetzt gerade Lyra. Sei nur vorsichtig, mit welchem Namen du um dich wirfst, wenn sich eine ehemalige Chefin in Hörreichweite befindet, du kleiner Scheißer. Er hebt eine Augenbraue als Zeichen seiner Aufmerksamkeit. Lyra, so nett von dir, dass du mit deiner Richtigstellung auch das Wort ergreifst. Egal, er will sich den Geschmähten anschließen und das kommt nicht in Frage. Ich habe bereits mehrmals die Gründe erläutert, warum wir das nicht zulassen, aber der Scheißkerl ist anscheinend taub. Ist das korrekt? In der Tat, wir sind nicht auf der Suche nach einer Sonderbehandlung. Wir wollen nur einen neuen Anfang. Es ist offensichtlich. Wir sind gesund, tauglich und bereit für den Kampf. Die Eisen gepasst und haben keinen Grund, uns abzulehnen. Er zieht den Rotz hoch. Vor allem, da sie nicht mehr viele sind. Das mag schon wahr sein. Trotzdem ist es keine Entschuldigung dafür, unsere respektablen Ränge mit eurer Gesellschaft zu besudeln. Wir sind mehr als fähig. Gebt uns irgendeine Waffe in die Hand oder schickt uns auf eine Selbstmordmission. Das alles wird ein Segen für uns sein, nachdem wir unter Nerats Stimmen erdulden mussten. Wenigstens das stimmt. Man muss einem General zugutehalten, dass er dich nicht im Schlaf ausweidet, nur weil es seinem Kunstsinn entspricht. Das sind die ersten angemessenen Worte, die ich von dir über General Ash gehört habe. Vielleicht kommst du doch noch zur Besinnung. Das ist so das Letzte, was passieren könnte, du Tumorabfallhaufen.
Wenn wir uns anschließen würden, bliebe die ach so noble nordnordische Moral der Geschmähten unversehrt. Wir würden ihnen nur die blutige Drecksarbeit abnehmen. Soll ich entscheiden? Du musst Kyros Gesetz in- und auswendig kennen und ich gehe davon aus, dass du auch über unsere Tradition Bescheid weißt. Wenn es dieses neun Auge von meinem Rücken nimmt, erlaube ich es. Im Namen meiner Bande werde ich dein Urteil annehmen. Wir möchten endlich wieder mit Kyros Armee einige Schädel vom Stufenvolk zertrümmern. Egal welche Farben wir tragen. Ich möchte erst deine Aussage hören. Natürlich, ich habe nichts zu verbergen. Warum können die Rekruten die Geschmähten nicht beitreten? Die meisten von uns würden lieber ihre Zunge herunterschlucken, bevor sie Befehle von einem unnachgiebigen Offizier annehmen, der seine Position nur durch Worte bekommen hat. Aber jedem das Seine. Wo soll ich anfangen? Nicht nur, dass Graven Ash seine Geschmähten sorgfältig aus renommierten nordländischen Bestand auswählt, er zeigt persönliches Interesse an unserer Erziehung und Ausbildung. Wir sind seine Söhne und Töchter. Etwas Niedrigeres in unsere Ringe aufzunehmen, würde dem gesamten Ablauf Verachtung entgegenbringen. Das Einzige, das sie hier machen könnten, wäre körperliche Arbeit, Waggons ziehen oder Latrinen ausheben. Aber das ist Sklavenarbeit und nicht das, was wir fordern. Warum dieses Interesse an den Geschmähten? Bessere Ausbildung, bessere Qualität, Waffen aus Eisen. Die Geschmähten bieten alles, was wir uns vom Beitritt zum Militär erhofften. Wir möchten Kyros so gut wir können dienen. Verlangen wir dazu viel? Die alte Eisenrüstung hier scheint das zu denken. Ihr Respekt der Obrigkeit gegenüber lässt zu wünschen übrig. Warum habt ihr den Chor verlassen? Unser alter Bandenchef fiel in der letzten Schlacht von Vendriens Brunnen. Wir haben gesehen, wie die Geschmieden arbeiten und erkannt, dass dies die Chance auf ein besseres Leben ist. Und ein längeres. Desertierung ist beim Schallerroten Chor gang und gäbe. Ich kann dir versichern, dass wir nicht vermisst werden. Er sagt das so, als ob er sich damit brüsten will. Nur die wertvollsten Rekruten, die sich niemals einen Namen machen, werden bei der Musterung übersehen. Die wertlosesten, nicht wertvollsten. Was ist dir meine Hilfe wert? Wir spielen das Spiel, oder? Er grinst. Ich habe die ein oder andere Handvoll Ringe gespart. Klingt nach einem angemessenen Preis für ein neues Leben. Wenn du den Chef bestiehst, hast du dir deinen Platz praktisch auch auf dem praktisch bereits reserviert. Sei bereit, deinen Namen noch vor dem Ende des Krieges zu ändern. Ringe annehmen, ihr dürft mit den Geschmähten üben, aber einen Beitritt kann ich euch nicht erlauben. Nein? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also gut. Zorn bei Thunon? Nein! Was für eine Stärkung des Gesetzes, Nein, 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 nein. Sorry, wenn ich jetzt mal kurz in die Realität zurückkehre, aber... Ich wollte einfach nur mal aus Neugier wissen, was passiert, wenn ich das anklicke, right. Aber diese ja, ich sag mal, diesen Ausgang habe ich jetzt nicht erwartet. Also ja, den Text kennen wir. Interesting. Das Ding kommt zur App. Willkommen in Ehrende Esse. Ja, erstmal reden wir mit dir. Wird erledigt. Ja, das klicken wir alles nochmal durch. Kennen wir ja den Text. Was brauchst du? Ist das korrekt? Ja. Soll ich entscheiden?
Wie viel ist dir meine Hilfe wert? Das macht Loyalität bei Lyra. Ich sage nein. Wie du wünschst, deine Entscheidung. Ich bin bereit, meine Entscheidung zu treffen. Gut, wir, was immer gerecht ist, wir sind bereit, es anzuerkennen. Ihr habt eure Pflichten vernachlässigt. Das kann ich nur mit deinem Tod bestrafen. Ihr seid nicht mehr beim Militär. Geht, lebt das Leben von Zivilisten und erhaltet Kyros Frieden so gut ihr könnt. Ich verurteile euch zur Schwerstarbeit, Waggons befördern, Latrinen ausheben. Wobei, lasst mich darüber nachdenken. Unsere Zeit gehört dir, also ich bin bereit. Ja, ich schicke sie jetzt einfach mal in den Ruhestand. Kurz bei den Geschmieden. Gnade Mitleid, das ist mehr als sie verdient haben. Dennoch bin ich froh, es zu sehen. Wir haben im Scharlachroten kurz so viel gesehen, um wieder ein normales Leben zurückzukehren. Allerdings leugne ich nicht, dass mir die Idee, sesshaft zu werden, gefällt. Er seufzt. Wahrscheinlich werden wir früher oder später wieder vom Chor zwangsrekrutiert. Zorn bei Bläden Mark? Solange sie auf Ashes Fort verschwinden, reicht das für mich. Danke, Schicksalsbinder. Wo? Oh. Zur Hölle, warum habe ich jetzt Zorn bei Mustachemann gewonnen? Bläden Mark hat zugesehen. Super. Aber das hat mir wenigstens Gunst bei anderen gebracht. Ja gut, beim Chor selber ist mein Hass nicht so groß wie bei mehreren Stimmen. Bei der Geschwäden ist dafür meine Gunst sehr hoch. Brauchst eine Bruderschaft, ist der Zorn angestiegen. Und Vendrienwache und Lethians Kreuzung. Gut. Ich kann mir vielleicht ein bisschen mehr Gunst bei der Bruderschaft besorgen und mich dann nochmal mit der Leibwächterin unterhalten. Und ich habe vergessen, das Fass hier zu plündern und das Wasser daraus zu holen. Und ich, ja, ich muss mal gucken, dass ich Nutzgegenstände verteile und du bist dieser Türen gegenüber sehr milde gestimmt. Naja, Nerat zu verraten nach all dem, was passiert ist, ist sogar verständlich. Elixier der Entschlossenheit und zwei Tier heute. Ich kann mir keinen besseren Anführer als den Großgeneral vorstellen. Hier könnten wir eine Runde schlafen. Oh, sie haben Hunde. Noch einen Sympathiepunkt dazu. Und noch mehr Zeug. Die Nachfrage nach neuen Tränken übersteigt die derzeitige Produktion. Viele der Flaschen sind leer. Händlerarmschienen und ein bisschen Essen. Und hier haben wir noch ein paar Stoffanschienen. Gut, dich zu sehen, Schicksalsbinder. Ich hoffe, du repräsentierst die Gespäten auf deinen Abenteuern. Also ja, wir können jetzt noch mit Zephylos und Osmia reden. Dann war es das hier außerhalb. Obwohl du kein vollwertiger Rekrut der Geschmieden bist, wollen wir gescheit die Kaufrechte für unseren Laden einzuräumen. Natürlich mit gewissen Einschränkungen. Würdest du gerne sehen, was wir im Angebot haben? Um welche Einschränkungen handelt es sich? Ich versichere dir, es ist nichts Persönliches. Gavin Ash will, dass wir unsere Vorräte im Griff haben, ohne den Zugang für Unterstützer seiner Armee, wie du es bist, einzuschränken. Die besten Waffen und Rüstungen und die frischesten Nahrungsmittel sind für die Soldaten reserviert, die direkt seinem Kommando unterstehen. Ich bin mir sicher, dass du das verstehst. Der Icon nimmt unseren Schutz sehr ernst. Verstanden, lass mich sehen, was du hast. Also ja, das will ich wirklich. Das respektiere ich jetzt gerade mal wirklich. So, jetzt verkaufen wir erstmal Zeug. Ich bin mir halt bei Edelsteinen nicht sicher, weil die stehen unter andere und nicht unter Verbrauchsgegenständen. Ob ich die nicht für, doch für irgendwas brauchen kann. Deswegen hebe ich sie mal auf. Und verkaufe lieber anderen Schrott, wie zum Beispiel eine Waisenrobe und die Hordenstiefel. Und auch die Händlerstiefel, welche ich sie gerade finde. Und ich glaube, Händler
Handschuhe hatte ich auch irgendwo gefunden. Ja, da Händler am Schienen.